Hallihallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ja, und heute für euch ein Let's Sniper Bit, und zwar mit der Ballista, und zwar schön in der diamantenen Tarnung. Wie man die diamantenen Tarnung bekommt, für die, die es noch nicht wissen, das erzähle ich gleich. Erstmal möchte ich euch die Map nahelegen. Das ist die Map Eject, ich glaube jeder von euch sollte sie kennen, eine sehr schöne kleine Map, also ziemlich schwer oder schwieriger zum Snipern, weil man da öfters Quickscopen muss, und aber fürs Quickscopen, wenn man das trainieren möchte, wenn man das können möchte, gar nicht so schlecht die Map. Und ja, für alle, die jetzt sehen, ha, das ist ja nicht nur eine goldene Tarnung, sondern die haben ja die diamantene Tarnung, wie kriege ich die? Das ist ganz einfach. Falls ihr es noch nicht wisst, ihr müsst einfach die Waffen aus dem jeweiligen System auf Gold spielen. Das heißt also, ich habe alle Sniper auf Gold, das hatte ich glaube ich schon so nach der ersten Woche, hatte ich alle Sniper auf Gold und habe sie damit auch alle auf Diamant, also mit diesen Diamanten versetzt. Dasselbe jetzt mit den Sekundärwaffen. Ja, vielleicht kurz zur Erwähnung, ich habe hier eine Wildcard benutzt für den dritten Aufsatz. Finde ich einfach ganz gut für ein Frei für alle. Da habe ich dann das variable Visier, ganz einfach, weil man diesen Forth-Changer hat. Und ich verstehe auch gar nicht, warum. Warum hat man auf dem PC nicht automatisch das variable Visier drin? Weil wir haben den Forth-Changer jetzt hier in diesem Spiel integriert. Aber wenn ich mit dem normalen Visier Inscope gehe, dann bin ich so nah, da denke ich, oh, was ist jetzt? So, da bin ich so nah auf dem Gegner, dass damit kann ich gar nicht spielen. Deswegen muss man eigentlich auf dem PC schon immer den variablen Zoom nehmen. Und da ist leider der Slot ja für zum Beispiel das Vollmantelgeschoss dann besetzt. Des Weiteren habe ich hier den Laser einfach, ja, damit ich, falls ich mal einen No-Scope geben kann, weil es hier in Nahkampf geht und ich ganz schnell abdrücken muss, habe ich vielleicht noch die Chance, einen zu treffen. Daher dieses Laservisier. Und dann habe ich noch, was habe ich noch? Was habe ich noch? Variables Visier, Magazinerweiterung. Ich glaube, ich habe die Magazinerweiterung. Ja, und auf jeden Fall habe ich auf der TAC 45 auch die Magazinerweiterung mit drauf. Ganz Standard mit Leichtgewicht. Dann noch flinke Hände, um schnell einen Waffenwechsel. Falls ich mal einen Hitmarker kriege, kann ich auf meine TAC 45 wechseln, die um einiges mehr Power hat und einiges mehr Schaden macht als zum Beispiel, hier sieht man, der war angehittet hat, brauchte ich nur einen Schuss, und mehr Schaden macht als die 5-7 zum Beispiel. Deswegen habe ich hier die 5-7, die TAC 45 genommen und nicht die 5-7, weil wenn ich mal einen Hitmarker gebe, kann ich ganz einfach meine TAC 45 mit flinke Hände rausholen und ihn so wegholen. Genau, schnelles Magazin habe ich hier drin. Ich habe es jetzt gesehen, nicht Magazinerweiterung. Schnelles Magazin natürlich. Ja. Des Weiteren muss man bedenken, es gibt einige Sniper in Black Ops 2, und ist die Ballista wirklich die beste? Das Spiel ist jetzt über einen Monat raus. Schon fast den zweiten, anderthalb sind jetzt ungefähr. Ja, gibt es nicht die DSR50? Ist die vielleicht nicht sogar besser zum Public-Spielen, weil sie weniger Hitmarker macht? Ich finde auf jeden Fall, dass sie viel, viel mehr Hitmarker macht als die Sniper in MW3. Und in MW3 damals habe ich schon gesagt, oh, die macht mehr Hitmarker als die Intervention. Ich finde, dass diese Sniper hier, die Ballista, viel zu viele Hitmarker macht. Viel zu viele Hitmarker, ist eine coole Waffe, aber macht mir zu viele Hitmarker. Und ich will auf die Präzision eigentlich nicht verzichten, weil ich weiß ja, wenn ich mal jemanden nicht treffe, dann habe ich nicht richtig geaimt, wenn ich einen Hitmarker kriege, weil dann war ich einfach nicht richtig auf der Brust. Ganz einfach. Ja, Killstreaks habe ich hier, den Hunter Killer, dann hier diese Predator Drohne, wie heißt der denn, weiß ich gar nicht ganz genau, in Black Ops 2, und den Tarnhelikopter habe ich dabei, ganz einfach, weil man noch gar nicht richtig weiß, was sich hier rauskristallisiert. Ich brauche für einen Hunter Killer, für diesen Papierflugzeug, brauche ich 525 Punkte, also die Score Streaks, und dann weiß ich eigentlich noch gar nicht, ja, da muss ich doch 6 Kills machen in einem Frei für alle. Und dann habe ich auf 7 hier meine Predator. Also kann ich dann auch nach 5 Kills diese Papierflieger mitnehmen. Weil ich dann ja sowieso nach einem Kill mehr, wenn ich damit einen Kill mache. Ich brauche ja 6 Kills, weil es sind ja 525 Punkte. Und ich kann maximal 500 Punkte machen. Ihr seht, ich kriege 100 Punkte pro Kill. Und dann 600 kriege ich nochmal 100. Und habe dann 600 Punkte. Brauche dann auch einen Kill mit dem Papierflieger. Und sollte dann so ziemlich bald meinen Killstreak haben. Ja. Deswegen, man ist, hat sich noch nicht so herauskristallisiert, was die besten Killstreaks sind für einen Frei für alle mit der Sniper, finde ich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eure Meinung und eure Killstreaks, ja, die ihr in einem Frei für alle mit der Sniper nehmt, mal in die Kommentare schreibt, damit ich mal sehe, höre, was ihr so mitnehmt, denn jeder nimmt ja was anderes mit. Das würde mich sehr interessieren. Dann würde mich auch noch interessieren, was ihr vom Snipern haltet. Was ist die beste Sniper für euch? Ist das doch die DSR-50? Hier kriege ich ja Hitmarker ohne Ende. Ist es die DSR-50, weil sie präziser ist, oder was ist das für eine Waffe?
mit der ihr gerne scopet. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Und wie sieht das aus mit den Hitmarkern? Findet ihr, dass ihr mehr Hitmarker macht mit der Ballista als zum Beispiel mit der Intervention oder mit der MSR in Black Ops 2, in Modern Warfare 3? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Und vergesst es bewerten, kommentieren und abonnieren natürlich nicht. Euer M-King!